Raphael Egli. Ciao zusammen. Habt ihr beide ja schon mal mitgemacht im Swiss Art Award? Nein, ich glaube, ich bin nicht teilnahmeberechtigt. Du bist gar nicht teilnahmeberechtigt. Und du? Ich bin teilnahmeberechtigt. Und hast du schon mal mitgemacht? Viermal eingereicht. Und? Viermal hergekommen? Nein, viermal nicht in die zweite Runde gekommen. Und was heisst das für dich? Was sagt man dir als enttäuschter Künstler? Gar nicht enttäuscht. Bist du wirklich nicht enttäuscht? Nein. Wird es kompensiert mit dem feinen Buffet? Ja. Also das Buffet hat schon gebraucht. Das Bier und das Buffet. Und wenn ich jetzt da ausstellen würde, wäre das natürlich schon toll. Ich habe ja genug Zeug. Was machst du mit dem Geld, das es gibt? Was wäre Geld wichtig? Ist ja noch etwas anderes, oder was ausstellen. Genau, was wäre wichtiger für dich, das Ausstellen oder das Geld? Das Ausstellen. Was machst du mit dem Geld? Stellenprozent abschrauben. Vom Nebenjob. Wobei, das ist eigentlich schon recht abgeschraubt. Aber das ist wichtig für den Künstler. Wenn du 100% Zeit hast, ist das etwas wert. Und was würdest du dir erhoffen vom Ausstellen? Breite Wahrnehmung von Leuten, also, dass irgendwelche Leute mich sehen, die mich noch nicht gesehen haben bis da. Und irgendeinen interessanten Kontakt. Hier hat es 70 Positionen rund. Hast du das Gefühl, gängst du nicht unter in diesen 70 Positionen? Nein. Hat man das nicht grundsätzlich das Gefühl, wir gehen nicht unter? Es sind 70 Positionen. Nein, ich finde, wenn man da in die Runde schaut, dann ist eigentlich jede oder die meisten Positionen fallen einem auf und sind irgendwie, also abgesehen von den Videos, die nicht gegen raus wirken, sondern einfach im Kabäuschen sind, dort muss man sich Zeit nehmen und es schauen, aber die Sachen, die jetzt hier einfach sind, die gehen nicht unter. Wie manchmal hast du jetzt schon mitgemacht? Viermal? Mhm. Wie manchmal darfst du noch mitmachen? Dreimal. 33, dreimal noch mitmachen. Und das machst du? Mach sicher, aber sicher nicht nächstes Jahr schon wieder. Und nachher versuchst du jemanden von Jurylehrern zu kennen? Ja, wahrscheinlich. Ich denke, vielleicht etwa viermal zügeln innerhalb der Schweiz und dann mit sämtlichen Jurymitgliedern ein bisschen etwas anfangen. Das ist gut. Taktik von Raphael Egli, merci vielmals für Kultur-TV. Wir gehen zum Herrn Dobler. Herr Dobler, guten Abend. Grüß Herr Gartenthal. Wir sind hier von Kultur-TV. Wir haben ein paar Fragen. Swiss Art Award, was sagt ihr das als Kunstkritiker? Das sagt mir, dass es früher ein eidgenössisches Stipendium geheissen hat. Und eine lange Tradition hat, wenn man es so anschaut. Aber wie wichtig ist er? Ich denke, das ist gängig wieder gesehen, wie wichtig er ist, wenn man nachher sieht, dass die Leute werden, die er bekommen. Aber auch, was aus Leuten wird, die er nicht bekommen haben. Erzähl mal, gibt es irgendwelche Beispiele, wo du weißt, wo wirklich mal dank diesem Preis ganz gross rausgekommen, wo es geblieben sind, gross, oder wo wieder sie umgegangen? Hast du ein Beispiel? Ich muss nicht nehmen wissen, aber einfach so. Ich glaube, das funktioniert eben nicht so einfach, sondern der Stipper ist irgendwie wie ein weiteres Pushen von jemandem, der vielleicht schon irgendwo vernetzt ist. Also ich glaube nie daran, dass etwas Entscheidung macht. Also weder ein Kritiker, noch ein Galerist, noch ein Preis, noch ein Museum, sondern es ist gegen in diesem Betriebssystem eine Menge von Korrelationen, die erst dazu führen, dass jemand wirklich wahrgenommen wird. Und da kann der Preis wie normal einfach einen Kick geben. Und eine Öffentlichkeit natürlich. Als du früher noch für die schreibende Zunft regelmässig gearbeitet hast, was war denn das für dich gewesen? Bist du dann einfach runter schauen und hast gut, dass die Berner gemacht haben? Oder hast du auch andere wahrgenommen als die nur von Bern aus der Region gekommen? Das habe ich mir schon bemüht. Solange ich noch am Anfang, als ich angefangen habe, regelmässig war, habe ich mich sehr gut an das erste besinnen. Das war 1992 im Kunsthaus Aargau. Also noch nicht hier? Das war noch nicht hier. Und das, die Spannung war viel grösser. Also ich habe mich besinnen, dass dann die ganze Sache viel aufgeregter war.
ob das mein Warten ist oder die von der Künstler ist gesehen, aber ich glaube, es gibt mittlerweile viel mehr verschiedene Auszeichnungen, sodass der Preis wichtig ist, aber nicht mehr so wichtig, wie normal ist gesehen, wo das wirklich einfach eine Plattform ist, wie es es sonst nicht gegeben hat. Inflation der Preise. Hast du das Gefühl, das geht so weiter oder es nimmt jetzt wieder ab? Es kommt darauf an, wie, wenn das Stiftungen ausrichten, wie das Stiftungsvermögen abgenommen hat oder nicht. Und wenn es Wirtschaftsunternehmen sind? Ich glaube, die wirklich ernsthaft das betreiben, nicht nur als Label oder so, die werden nicht aufhören. Das glaube ich nicht. Weil das gehört ja zu ihrem Image. Und im Moment müssen sie ja erst recht um ihr Image kämpfen. Also werden sie möglichst gegen aussen solche Sachen weiterhin befördern. Was heißt, wie wird sich die Swiss Art Award entwickeln? Wo geht es hin? Was hast du das Gefühl? Tendenziell. Wenn du jetzt heute so mal schaust. Das ist schwierig zu sagen. Mir denkt, ich sehe eigentlich in dem Sinne keine Entwicklung, sondern ein ständiger Versuch, am Puls der Zeit zu sein. Einerseits von der Jury und andererseits zeigt die Zahl der Bewerbungen, dass das für Künstler und Künstlerinnen eine wichtige Sache ist, eine wichtige Plattform. Schon nur im Zusammenhang mit der Art Basel, wie sie ausgestellt werden, in Hoffnung, es kommt jemand rüber von Art Basel. Was ist die Hoffnung? Ich tue es ja bewusst relativ so ein nicht einfach sagen, es sei so. Wir sagen, es ist eine Hoffnung. Aber ich kann es nicht überprüfen. Wie viele Leute hier sind entdeckt worden, sagen von internationalen Kunstgaleristen oder so. Das ist, kannst du nicht sagen. Wir lassen es so stehen. Merci Konrad. Schönen Abend noch. Ja, klar. Ciao.